Mike, wenn du mal auf dem Splashern zu treffen bist, dann nur, weil du gern mit echten Rappern zusammen bist. Bei diesem Jungen ist Mitleid angebracht, ja aus Mitleid wurde sogar der Beat langsam gemacht. Weil das ohne meine Mische ultra mickrig klingt, liegt bei dir wohl wegen Pleite nicht mal Outer City drin. Ich bin im Finale um dich, bist du Schrott, bist du Baden und du bist nur im Finale, um etwas von mir zu lernen. Du siehst aus, als würde man dich mit Dating anmalen, denn in der Schule dient dein Gesicht als Trainingsattrappe. Nach meinem Sieg reiche ich dir die Hand und schüttel deinen Unterarm. Doch tu ich das, bricht bei diesem T-Rex gleich das Schulterblatt. Ohne Pitch klingst du wie ein quietschender Hurensohn, der beim Rappen ein bisschen zu wenig Luft bekommt. Meisterreim ist wack und wenn er sich entwickelt, heißt das, dass die Runde länger als die Frist ist. Jeder weiß, was passiert, wenn der Meister reingebracht wird. Dann gibt's nen Finalisten, der keiner leiten Tag trifft. Musikgeschmack und Beatgeschmack hat dieser Spaß noch nie gehabt. Finale und doch juckt es keinen, was du Miete. Durch deinen Namen könnte ich jetzt deine Technik schlecht reden, doch das muss ich nicht, die Technik ist selbstredend. Dennoch ist sie für dich wohl das Zentrum deiner Fähigkeiten, denn dein Flow ist schwach und du kannst dir ein Mic ja eh nicht leisten. Ich lass dich schon mit nem Sex-Battle fliegen, denn im Flow könnte ich dich ohne zu rappen besiegen. Und du willst jetzt mit ner Maske MC sein, doch neben deiner ist selbst meine alten Geniestreich. Ich sah damals aus wie ne Masken, trage ne Mettwurst und front mich damit mehr als du Schwachsinn laberndes Rektum. In ner Runde, in der du über 100 Zeilen kickst, denn der Hörer ist schon nach der 10. davon eingenickt. Das Geflüster zieht schon ein paar Konsequenzen nach sich, bei dir ein Rekordeintrag für das längste Schlaflied. Ich muss zum Rekorden einen Popschutz zur Hand haben, wenn du einen benutzt, hört man dich nicht mal auf der Aufnahme. Jeder weiß, was passiert, wenn der Meister reingebracht wird. Dann gibt's nen Finalisten, der keiner leiten Tag trifft. Musikgeschmack und Beatgeschmack hat dieser Spaß noch nie gehabt. Finale und doch juckt es keinen, was du Miete machst.